Das pustet. Oh, toll. So, jetzt gehen wir den Papa wecken, ja? Komm. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Nico. Zum Geburtstag viel Glück. Wir wünschen dir alles Glück der Welt, mein Schatz. Ja. Und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich habe eine schöne Frau und einen tollen Sohn. Es fehlt mir nur noch, dass ich die beiden noch ernähren kann. Dann hast du ja schon einen Wunsch. Aber nicht Taxi fahren. Dann wünsch dir was anderes. Leider wird der Job, den ich mir wünsche, nur alle 10 Jahre vergeben und ich habe erst eins rum. Okay. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Wollen wir Kuchen essen? Leo, das war nicht anders gedacht. Winter? Ja, ich bin gleich da. Wäre auch ein Wunder gewesen. Guten Morgen, Frau Winter. Morgen. Ja, guten Morgen, passen Sie auf, das ist sehr rutschig. Danke. Die Woche fängt ja super an. Ein Toter, erschlagen. Irgendwann gestern Abend zwischen 9 und 11. Ich sag trotzdem mal guten Morgen, bloß der Form halber. Wolfgang Gajewski, 42 Jahre alt, verheiratet, 2 Töchter, Englischlehrer hier am Gymnasium. Tatwaffe haben wir nicht gefunden. Wir brauchen unbedingt Taucher. Sagst du es deiner Frau? Wieso machst du das eigentlich nicht mal, nur so zur Abwechslung? Boah, ich bin zwar unglaublich charmant, aber du bist einfühlsam und das brauche ich. Du bist charmant? Naja, also jetzt, wo du sagst. Suchen Sie irgendjemand? Frau Gajewski? Ja. Jana Winter, Kripo Schleswig. Dann ist doch was mit Wolfgang. Frau Gajewski, wir haben Ihren Mann gefunden. Er ist ermordet worden. Im Krankenhaus angerufen. Aus Angst. Ich dachte, vielleicht hat er ja einen Unfall. Er sagt mir immer, wo er hingeht. Aber gestern nicht und an sein Handy ist er auch nicht. Wann haben Sie denn versucht, ihn anzurufen? Gestern den ganzen Abend. Und heute Morgen, bevor ich aus Hamburg losgefahren bin. Wie lange waren Sie in Hamburg? Ich war mit den Mädchen übers Wochenende bei meinen Eltern. Was sag ich denn bloß? Wie alt sind denn Ihre Mädchen? 8 und 10. Frau Gajewski, haben Sie irgendeine Ahnung, was Ihr Mann auf dem Boot nachts gemacht hat? Ach. Er war oft nach der Schule auf dem Boot. Wo geht's denn hier zum Direktor? Den Gang entlang und hinten links. Ja. Danke. Ja, danke. Ja? Ja, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Guten Tag, Jana Winter, Kripo Schleswig. Mein Kollege Matthias Hamm. Na, das ging aber schnell. Fedke, guten Tag.
Sie kommen nicht wegen unseres Anrufs? Wir kommen wegen Wolfgang Gajewski. Ja, wegen Gajewski haben wir Sie gerufen. Wolfgang Gajewski ist gestern Nacht ermordet worden. Ermordet? Ja. Und warum haben Sie uns angerufen? Wieso bist du nicht im Unterricht? Ich komme dann später wieder. Ja, bitte. Heute Morgen habe ich eine E-Mail vorgefunden mit einem Hinweis auf ein Video auf dieser Internetplattform. MyID. Genau. Oh, ist das geil. Magst du mein Höschen? Ja, gib her. Oh, ist das geil. Gajewski. Und so, dann lassen Sie auf die Kinder los. Stand bestimmt nie in seiner Vita. Ist das Mädchen hier auf der Schule? Ja. Ja, das ist Roxana. Roxana Weimann aus der 9E. Können Sie sie bitte holen? Ich begleite sie. Ja, reicht schon. Können Sie ausmachen. Bitte zum Direktor. Es geht weiter. Hallo, ich bin Jana Winter von der Kripo Schleswig. Ich möchte mal mit dir reden. Können Sie uns bitte kurz alleine lassen? Du bitte auch. Wie gut kennst du Wolfgang Gajewski? Ich hatte ihn in der 5. in Englisch. Und weiter? Ja, nichts und weiter. Roxana, kommst du mal bitte hierher. Setz dich. Und? In Indien oder so wäre ich schon längst verheiratet. Wolfgang Gajewski ist tot. Was ist denn mit dir? Komm doch nicht einfach rein! Was wollen Sie von meiner Tochter? Das ist Herr Wallmann, Hausmeister der Schule. Jana Winter, Kripo Schleswig, guten Tag. Was ist denn passiert? Wolfgang Gajewski ist tot. Ermordet. Damit zu tun? Wir können Ihnen das leider nicht ersparen hier. Ich
Dürfen wir jetzt gehen? Ja. Wir haben später noch ein paar Fragen. Wie schätzen Sie das Verhältnis der beiden ein? Ich glaube noch nicht, dass ich mich traue, hier noch irgendwas einzuschätzen. Hatte Gajewski Feinde? Er war eigentlich recht beliebt. Bei den Kollegen und bei den Schülern auch. Ja, und bei den Schülerinnen auch. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Sie glauben doch nicht etwa, ich habe ihn umgebracht. Ich glaube gar nichts. Aber wenn ein Lehrer meine Tochter verführen würde. Naja. Das habe ich doch alles gar nicht gewusst. Gestern Abend hat. Ich bin nicht so rumgefahren. So rumgefahren? Ja. Vielleicht haben Sie die Mail mit dem Hinweis auf das Video ebenfalls bekommen. Dann checken Sie doch meinen Computer. Er steht im Wohnzimmer. Roxy. Was soll das? Geht in die kriminaltechnische Untersuchung. Keine Angst, kriegen Sie wieder. Ihr dürft wohl alles mit uns machen. Nein, dürfen wir nicht. Die Platzwunde hier im Auge ist mindestens eine halbe Stunde vor Eintritt des Todes entstanden. Also, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Eine halbe Stunde? Entweder ist der Täter noch mal wiedergekommen, um seine Sache zu Ende zu bringen. Oder es gibt noch jemand anderen. Und die eigentliche Todesursache? Schädelfraktur am Hinterkopf. Die Tatwaffe war ein stumpfer Gegenstand, also eher was Rundes. Stein vielleicht? Vielleicht. Jedenfalls wurde mehrfach zugeschlagen, und zwar massiv. Klingt nach Hass. Oder nach Verzweiflung. Ja, die Fakten habt ihr jetzt. Die Schlüsse müsst ihr dann selber ziehen. Klugscheiße. Hallo. Hallo. Wir wussten einfach nicht, was wir tun sollten. Das ist Hanna, das ist Maike. Hallo. Das ist Frau Winter von der Polizei und Sie sind... Matthias Hamm. Bin auch bei der Polizei. Gut macht ihr das. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Wollt ihr schon mal reingehen und einen Kaffee machen? Sag doch gleich, dass Sie nicht zuhören dürfen. Frau Gajewski, haben Sie gestern eine E-Mail bekommen mit einem Hinweis auf ein Video in MyID? Nein. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich habe seit Tagen nicht in meine Mail geguckt. Ich war ja in Hamburg. Ja, aber Sie hätten doch in Hamburg Ihre Mails auch checken können. Worum geht's denn? Hier, bitte. Ja, das letzte Login war vor 3 Tagen. Würden Sie uns bitte den E-Mail-Account Ihres Mannes öffnen? Ich kenne sein Passwort nicht. Frau Gajewski. Ich kann Ihnen das leider nicht ersparen. Haben Sie davon gewusst? Vielleicht etwas geahnt. Wie hätte ich Ihnen sowas ahnen sollen? Können Ihre Eltern bezeugen, dass Sie gestern die ganze Nacht in Hamburg waren? Ich habe gerade meinen Mann verloren.
Natürlich können meine Eltern das bezeugen. Können Sie bitte dafür sorgen, dass davon nichts an die Öffentlichkeit dringt? Meinen Töchtern zuliebe. Wir bemühen uns. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wer dieses Video noch bekommen hat. Ihr Mann hat doch sicher ein eigenes Arbeitszimmer hier im Haus. Ja, oben. Kann ich mir das mal anschauen? Selbstverständlich. Das ist Gajewskis Handy. Seine Frau hat versucht, ihn zu erreichen. Gestern 5-mal, heute früh 3-mal. Die Eltern von Frau Gajewski aus Hamburg haben bestätigt, dass ihre Tochter gestern sehr früh ins Bett gegangen und heute kurz vor 6:30 von Hamburg losgefahren ist. 8 hat sie die Mädchen zur Schule gebracht, 9 war Jana bei ihr. Wissen wir denn inzwischen, von wem die Hinweismail an den Direktor gekommen ist? Nee, der Absender hat sie als Ghostmail anonymisiert. Die KTU arbeitet an der Entschlüsselung, aber das dauert natürlich. KTU kriegt heute noch mehr zu tun. Gajewskis Notebook. Wann wurde denn dieses Video eigentlich gemacht? Ja, das lässt sich nicht sagen. Aber wir wissen, dass das Video 6 Stunden vor Gajewskis Tod im Netz war. Haben wir es in der Zwischenzeit runtergenommen? Ja, sicher. Und hier, das hat die Spurensicherung in der Kajüte gefunden. Blaue Textilfasern. Was ist mit dem Vater von diesem Mädchen, dieser... Weimann. Der hat ein starkes Tatmotiv. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Roxana das Video schon kannte. Mich wirfst du raus, aber jetzt fühlst du wieder. Na super. Die Tatsache, dass sie dabei gefilmt wurde, hat sie nicht wirklich überrascht. Gut. Geh dem nach, aber mach keinen Druck auf das Mädchen. Der Einzige, der zur Verantwortung gezogen werden könnte, ist tot. Roxana? Was soll das hier? Oh, verschwinden Sie! Wegen Ihnen weiß die ganze Schule Bescheid. Nein, die Polizei gibt keine Informationen raus. Aber ich habe noch ein paar Fragen wegen dir und Wolfgang Gajewski. Wissen Sie eigentlich, wie sehr Sie damit wehtun? Sie hat Wolfgang geliebt. Und wo habt ihr euch immer getroffen? Auf Wolfgangs Boot. Gestern Abend auch? Nein. Sie war bei mir. Das werden wir überprüfen. Hatte sturmfrei. Na gut. Scheiße, was soll das denn jetzt? Ich muss echt überall sein. Roxana? Woher hast du die blauen Flecken? Ich hab beim Fahrradfahren hingehauen. Jetzt würde ich gerne mal deine Mutter sprechen. Die ist tot. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Lassen Sie uns doch einfach in Frieden. Es geht nicht. Wir müssen rauskriegen, wer dich mit Gajewski gefilmt hat. Hast du irgendeine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Keine Ahnung. Es gibt doch jede Menge perverse Spanner. Ja, vielleicht jemand, der heimlich in dich verliebt ist. Jemand, den du hast abblitzen lassen. Nee. Luca? Luca wer? Luca Hansen. So ein Computerfreak aus der 10A. Gut. Dann zieht euch mal warm an. Sonst erkältet ihr euch noch. Ich dachte, du stehst auf Roxana. Auf das Flittchen?
Hast du das Video von Roxana und Gajewski gemacht und dann ins Netz gestellt? Wieso sollte ich? Also kennst du das Video? Ein Lehrer und eine minderjährige Schülerin. Ist doch schon geil, oder? Ich meine, haben sie früher nicht mit ihrem Sportlehrer mal so angelegt? Mein Sportlehrer wog 3 Zentner und hieß Frau Wischnewski und du hast ein ganz schön loses Mundwerk. Was wollen sie eigentlich von mir? Dein Handy. Und wenn wir feststellen, dass du das Video doch gemacht hast, dann wollen wir noch viel mehr. Ich hab das Video nicht gemacht. Ich bin in MyID drüber gestolpert. Und mehr nicht. Außerdem gibt's davon Tausende von diesen Seiten. Das kopiert doch sowieso jeder 1000 Mal. Dann gebe ich ihm die Schokolade nach, wenn ihr weg seid. Ja, genau. Dann hab wenigstens ich ein gutes Gewissen. Beeil dich mal, sonst wird das Sushi kalt. Willst du es gleich aufmachen? Was ist denn das? Ja. Die Spannung steigt. Ist ja gut eingepackt. Moment. Ein Kompass, ist ja toll. Wo ist denn das Boot dazu? Es passt nicht durch die Haustür. Ja, dann brauchen wir ein größeres Haus. Das können wir uns ja vielleicht auch bald leisten. Nee, nicht jetzt. Erzähl ich dir später. Nico, das kannst du nicht mit mir machen. Komm, bitte. Nein, das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Das ist nicht fair. Du hast gesagt, ich darf mir was wünschen. Sie suchten einen erfahrenen Ingenieur mit Spezialgebiet Windkraftenergie. Also fanden Sie einen erfahrenen Ingenieur mit Spezialgebiet Windkraftenergie. Ich wusste es. Die Esblom Group will mich für die Projektleitung. Die sind doch in Norwegen. Du willst ja nicht nach Norwegen gehen jetzt. China wäre ja blöd, weil die haben mir ja einen Job in Norwegen angeboten. Beruflich ist das ein Quantensprung. Jana, ich bin Mitte 40. Wenn ich das jetzt absage, dann war's das. Ich weiß. Und was heißt das für uns? Lass uns das beim Essen bereden. Ich habe echt Hunger. Mir ist der Appetit vergangen. Morgen. Morgen. Alles okay mit dir? Nee. Und bei dir? Naja. Jana. Ist was Neues? Wir müssen dem Mädchen glauben. Roxanas Freundin hatte tatsächlich sturmfrei. Und das Video wurde nicht mit dem Handy von Luca Hansen aufgenommen. Na gut, aber das würde ja nichts heißen. Na klar. Wallmann hat gelogen. KTU hat mich gerade angerufen. Er hat die Mail mit dem Hinweis auf das Video sehr wohl bekommen. Also wusste er Bescheid. Allerdings nur, wenn er auf die Mail hin auch das Video angeklickt hat. Ja, darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Besorgen wir einen Durchsuchungsbeschluss. Reden Sie jetzt mit mir? So, und jetzt reicht's! Wenn es bei den Gelöschten ist, dann habe ich wohl gedacht, es ist eine Spam-Mail. Die lösche ich immer sofort. Ich habe keinen Bock auf Viren. Ich weiß ganz genau, was in Ihnen vorgegangen ist, als Sie das Video angeklickt haben. Warum machen Sie sich das so schwer? Die meisten Richter sind auch Väter. Sie werden glimpflich davonkommen.
Ich habe das Video zum ersten Mal bei Direktor Fethke gesehen. Davor hatte ich doch überhaupt gar keine Ahnung. Was man in dem Alter alles so sammelt. Nach seinem schweren Sturz von der Bühne hatten ihn die Ärzte schon aufgegeben. Doch es wurde Flo von den Spezialisten der neurochirurgischen Spezialklinik operiert. Dr. Unger, Professor. Suchen Sie irgendwas Besonderes? Ja, wir suchen den Mörder von Wolfgang Gajewski. Ja, dann sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn haben. Du siehst deiner Mutter sehr ähnlich. Masche zählt bei mir nicht. Das könnte Blut sein. Richard? Ja. Ich hab doch gesagt, mich jetzt mit Fahrradanhänger. Ja, ja, ich erinnere mich an jedes Wort von dir. Einmal ins Labor, bitte. Okay. Fangen wir die Kartons an. Haben Sie den Schlüssel? Ja, ja, hier. Das gehst du mal zur Seite? Fass mich nicht an! Komm, wir müssen da rein! Fass mich nicht an! Das ist Ihre Tochter. Seit dem Tod ihrer Mutter war da niemand mehr drin. Roxana, bitte. Willst du wirklich, dass wir hier mit Gewalt reingehen? Richard! Geh mal drüber. Wie viel ist das? Ja. 9000. Eigentlich sollte Roxana davon nichts wissen. Das ist für später, für ihre Ausbildung. Ausbildung? Hat sich der fürsorgliche Vater Monat für Monat von seinem Gehalt abgespart, was? Nein, nein, das habe ich gestern Abend gewonnen. Beim Poker. Verraten Sie mir mal eins. Wieso verstecken Sie das denn dann hier in der Garage? Es gab in der Nachbarschaft Einbrüche. Da habe ich gedacht, da ist es am sichersten. Mhm. Dann zeigen Sie mir doch mal Ihr kleines Privatcasino. Wie ist denn deine Mutter gestorben? Das geht sie gar nichts an. Du hast doch recht. Entschuldigung. Ich habe sie in der Garage gefunden. Sie hat's mit Auspuffgas gemacht. Danke. Wofür? Ja, dass sie jetzt nicht mit dem Gelaber anfangen. Und wegen ein armes Kind und so. Darf ich mal hören? It's Roxanne von der Polizei, ja? Mamas Lieblingslied. Das ist ein tolles Lied. Und es hat ihr einen wunderschönen Namen geschenkt. Mein Mann. Nico. Was ist denn passiert? Mhm. Ja. Okay.
Ich muss leider los. Ich hab da gestern Abend gepokert, der Mann lügt doch. Ja, ist schon klar. Also glauben Sie mir jetzt? Nein, aber ich habe jetzt auch nichts in der Hand, um den Haftrichter zu überzeugen. Wie komme ich jetzt nach Hause? Sie sind auf freiem Fuß. Ah, da kommt die Mama. Ich dachte schon, das ist was mit Leo. Die Norweger wollen, dass ich in den nächsten 2 Stunden zu- oder absage. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Nico. Du hast dich doch schon entschieden. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und ich möchte nicht, dass du weit weg bist von uns und wir eine Ehe am Telefon führen. Zu mir gefällt der Gedanke. Was ist denn, wenn ich da jetzt absage und da kommt nichts mehr? Ich tue ihm gefallen. Komm mal, Schatz. Papa, gute Nacht sagen. Sag mal, das Geld in Mamas Garage. Woher hast du das? Mama hat es mir gegeben. Bevor sie... Ja, für meine Ausbildung. Sie meinte, ich soll drauf aufpassen, weil du doch immer alles verzockst. Besser, du gibst es mir wieder. Aber ich habe seit dem Tag, an dem sie uns verlassen hat, keine Karten mehr angerührt. Danke, Papa, dass du heute für mich gelogen hast. Aber es wäre gar nicht nötig gewesen. Gut. In Zukunft passe ich auf mein kleines Mädchen besser auf. Versprochen. Bis morgen, Papa. Schon hier. Ich weiß. Ich bin hier oben. Wieso seid ihr so spät? Um diese Zeit kann ich nicht mehr runterkommen. Die Bullen waren den ganzen Tag bei mir. Warum habt ihr Luca angeschwärzt? Wegen deinem großartigen Luca weiß die ganze Schule Bescheid. Jeder konnte sich an mir aufgeilen. Wie? Warum das denn? So, jetzt ist aber Schluss, ihr junge Dame. Ich muss Schluss machen. Ciao. Oh, Scheiße. Es ist gut so. Irgendwann schnüffeln die Polizisten auf hier rum. Und Raffi hat nicht mehr die Kraft zu schweigen. Rebecca, ich habe Angst. Wir haben es doch fast geschafft.
züchten Brieftauben und schreiben uns lange Gedichte. Was? Was soll ich denn mit Brieftauben? So eine Fernbeziehung hat ja vielleicht was Aufregendes. Finger weg von den kleinen Norwegerinnen hier. Schon der dritte Tauchgang. Bis jetzt noch nichts. Können auch gleich Feierabend machen. Ausdauer und Akribie, das sind zwei Grundpfeiler der Kriminalistik, mein lieber Matthias. Was macht sie hier? Frau Gajewski wollte ein paar persönliche Sachen abholen. Kann das Boot leider noch nicht freigeben. Sag mal, was ist eigentlich mit den blauen Fasern, die wir in der Kajüte gefunden haben? Ist da irgendwas bei rumgekommen? Die sind von Roxanas Pulli. Aber dass sie sich hier öfters mit Gajewski getroffen hat, das wissen wir ja. Sag mal, auf diesem Pullover waren noch Blutflecken. Was ist denn damit? Nicht von Gajewski. Wahrscheinlich ihr eigenes. Ich hab gerade untersucht. Und? Keine Chance. Bei dem schlammigen Gott hier. Komm raus. Mensch, Mensch. Hätten wir uns die Aktion ersparen können. Ja, oder vielleicht vor zwei Tagen durchziehen, ne? Vor zwei Tagen war der Grund genauso schlammig. Na, vielleicht wäre der Hammer oder wo immer der mit erschlagen wurde, jetzt nicht ganz so tief versunken. Wie es jetzt wahrscheinlich ist, ne? Entschuldigung, Hammer versinkt sofort. Ist doch Blödsinn. Ja. Anne? Roxana und Gajewski sind nicht hier gefilmt worden. Die Polster im Video haben Blumenmuster. Hat das Mädchen ja gelogen. Gott, bist du gut. Ich geh Blumen pflücken. Nimm ich mir mal diese Roxana richtig vor. Willst du das Jugendamt gegen uns aufhetzen? Wir haben zu wenig gegen sie in der Hand. Ist das dieser Luca? Ui. Schlechte Stimmung. Vielleicht kannst du meine Frage mal beantworten. Ja, das ist Luca. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wo die beiden uns hinführen, Arne. Wir fahren einfach hinterher. Okay.
Er hat angerissen. Oh, es geht los. Was ist jetzt? Wir gehen aufs Klo. Wie lange sind die jetzt schon dran? 10 Minuten. Was ist denn jetzt los? Wie sehen die denn aus, Mensch? Wo geht denn der Weg hin? Zum alten Hafen, komm! Ah. Tja, hier geht's nicht weiter. Aber die müssen hier irgendwo sein. Ah, wer sagt's denn? Immer noch am Rumschnüffeln? Ja, so verdienen wir unsere Miete. Vielleicht darf ich mir mal kurz vorstellen. Mein Name ist Braunei. Ich bin der Chef Schnüffler. Und was ist so interessant an mir? An euch. Wo ist Roxane? Beschäftigt. Was heißt das? Was ist denn hier los? Mein Opa will sein Boot verkaufen. Und wenn wir den Käufer finden, kriegen wir eine fette Provision. Das lässt sich ja ganz leicht überprüfen. Wie ist die Telefonnummer von deinen Eltern? 36-44-47. Und? Nehmen Sie das Boot? Ja, ich muss noch mal drüber schlafen. Bitte? Sind Sie auch interessiert? Sehr, an Ihnen. Kripo Schleswig, Ihre Papiere bitte. Büchner Robert. Arne, notierst du da mal bitte? Ja. So, und ihr beiden, ihr zeigt mir mal das Boot vom Opa. Kommen Sie mal einen Schritt mit mir mit. Ja, Brauner hier, Kripo Schleswig. Stimmt es, dass Sie am alten Hafen ein Boot verkaufen wollen? Wie lauft ihr überhaupt rum? Wir wollen noch ein Boot verkaufen. Warum hast du gelogen? Du bist mit Gajewski hier gefilmt worden. Wegen Rebecca. Ich wollte nicht, dass sie Stress mit ihren Eltern bekommt. Wo habt ihr euch denn noch getroffen? Immer hier. Das stimmt nicht. Du warst auch auf Gajewskis Boot. Wir haben Flusen von einem blauen Pulli dort gefunden. Ja, letzte Woche. Wolfram wollte mir unbedingt sein Boot zeigen. Und in der Tatnacht? Warst du auch dort? Sie war bei mir. Haben Sie das schon vergessen? Ihr wisst, dass ihr euch euer Leben richtig verpfuscht. Wenn ihr mich ständig anlügt. Nee, ich hab doch mit den Eltern telefoniert. Die haben alles bestätigt. Mit dem Großvater an dem Boot. Das sind doch halbe Kinder. Ja, eben. Oh, Mailbox. Nico, ich bin's, Jana. Ich wollte nur hören, ob du gut angekommen bist. Ja, bis später. Die Norweger haben Nico für ein riesen Windparkprojekt geholt.
Drogen? Der hatte ewig nichts, ne? Mhm. Gelöscht. Das machen viele User, die sich ein bisschen auskennen. Danke. Es war ein Versuch wert. Sagen Sie, wie lange kommen die beiden eigentlich schon hierher? Ein halbes Jahr. Mindestens. Früher kamen sie immer zu dritt. Mit einem Jungen? Nein, ein Mädchen. Wie sah die aus? Groß. Lange rötliche Haare, so bis hier. Hübsch. Frau Hoge, ich bitte Sie, mich anzurufen, sobald die beiden wieder da sind. Mhm. Danke. Das dritte Mädchen heißt Raffaela Schumacher. Sie ist eine enge Freundin von Rebecca und Roxana. Ja, und das ist die Freundin von diesem Luca. Ja. Ja, sie war vor einiger Zeit im Verkehrsunfall verwickelt. In der Nähe vom alten Hafen. Wie, alter Hafen? Da waren wir doch gerade. Waren die anderen beiden auch dabei? Das kann doch alles kein Zufall sein. Angeblich haben sie Pflanzen gesammelt für den Biounterricht. Sie waren spät dran, wollten nach Hause und dann wird das Mädchen von einem Auto angefahren. Fahrerflucht. Ist niemals aufgeklärt worden. Ja, Jana Winter. Das ist jetzt hier mit dieser Raffaela? Ja, richtig. Ist immer noch in der Reha. Sind die Akten? Was ist denn los, Jana? Ich dachte, dass der durch ist. Hm? Nein, nein, ich bin auch. Nein, nein, Kollege, Kollege, ja. Ja? Ach so? Mhm. Ja, danke. Nikos Hubschrauber wird vermisst. Funkkontakt abgerissen über dem offenen Meer. Ich muss nach Norwegen. Jana, was willst du in Norwegen? Nico suchen. Das macht die Küstenwache. Jana! Jetzt bleib mal ganz ruhig. Das kommt öfter mal vor, dass der Funkkontakt abreißt. Das heißt gar nichts. Ich will zum Kleinen. Setz dich. Ist das Frühlingsrollen? Unsüßer, oder? Pekingente. Das ist so lieb von dir, aber ich krieg keinen Bissen runter. Geht mir ganz genauso. Hast du einen Schnaps da? Inzwischen, dass der Hubschrauber Rettungsinseln an Bord hatte. Da kann man drin überleben, tagelang. Orange. Mit schwerer See. Kannst du mir nochmal? Krieg nichts runter. Ich hab's schon mit Chinesisch probiert, Matthias. Bitte.
Quickingente? Mhm. Da ist. Morgen. Jana. Hast du was gehört? Ja. Jana, du musst nicht hier sein. Dann lass es, ich ruf dich an. Aber es hilft ja, wenn ich hier sein kann. Klar. Christoph, da ist doch was von der KTU reingekommen. Ja, die KTU hat Gajewskis Passwort geknackt. Er hat das Video auch gekriegt. Allerdings von einem anderen Absender als Direktor Fiedgen oder Roxanas Vater. Und er hat sich auf den Sexforen bewegt. Venus15@freemail.com. Was steckt denn dahinter? Name, Adresse? Alle Angaben sind frei erfunden. Wir wissen immer noch nicht, wer das Video gemacht hat und wer es ins Netz gestellt hat. Nein, wissen wir nicht. Was ist denn mit dem, Luca? Der ist heute nicht zur Schule gegangen. Ja, den behalten wir mal weiter im Auge. Also ich gehe jetzt mal zu Raffaela Schumacher. Meinst du schaffst das? Nee, mach das. Sehr gute Idee. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance mit diesen Rettungsinseln. 2 Tage. Bei den Temperaturen? 5, 6. Ja, aber gut. 7. Hallo, Raffaela. Ich bin Jana Winter von der Polizei. Ich kann wohl nicht ab. Dann machen wir es kurz. Ich gebe dir ein Stichwort und du reagierst einfach ganz spontan, okay? Wenn es sein muss. Wolfgang Gajewski. Hat's verdient. Ein Arschloch weniger. Immerhin war er der Liebhaber von deiner Freundin Roxana. Seit Roxys Mutter tot ist, hat sie angeknackt. Stichwort, haben sie gesagt. Stimmt. Freundschaft. Gibt's nicht. Okay. Internetcafé. Ihr drei seid oft dort gewesen. Und ihr habt euch mit Typen verabredet und...
Habt ein heißes Spiel gespielt. Dein Unfall. Wir haben Pflanzen gesammelt, in Bio. Das habe ich doch alles schon 100.000 Mal gesagt. Unfallfahrer. Es ging schnell. Ich kann das Auto nicht beschreiben. Dein Freund Luca Hansen. Hat er das Video gemacht von Roxana und der Lesbe? Hat sie denn je die Chance, wieder gehen zu können? Sieht nicht gut aus. Ein Knochensplitter hat einen wichtigen Nerv durchtrennt. Rafaela träumt zwar von einer OP, das ist aber ein sündhaft teures, neues Verfahren. Dieser Spezialist soll einen Popstar geheilt haben. Sowas kann sich Rafaelas Familie jedenfalls nicht leisten. Winter? Ja, hallo, Hoge hier. Frau Winter, Sie sind wieder da. Gut, danke. Ich sag meinen Kollegen Bescheid. Fenster. Da sind sie. Sie auch alleine durchziehen. Nico lebt. Ich spüre das. Bleib. Hey! Ich weiß, warum Sie da sind. Lippo Schleswig. Ich wollte mir ein Boot anschauen, aber wenn hier eine Polizeiaktion läuft, dann kann ich auch ein andermal. Ihren Ausweis bitte. Ich weiß, Sie wären jetzt lieber nicht da, weil ich weiß, warum Sie wirklich hier sind. Herr Wagner. Wagner Philipp. Kann ich jetzt endlich gehen? So. Ich habe Ihre Koordinaten, Herr Wagner. Das heißt, wenn in Zukunft bestimmte Themen reinkommen, dann werden Sie durchleuchtet, und zwar Ihr Leben lang. Ist Ihnen das klar? Sie können jetzt gehen. Ich bin noch nicht fertig. Jana, er kann jetzt gehen. Herr Wagner. Herr Wagner. Hier. Tolle Aktion, Jana. Und sie werden mir nie erfahren, ob du dir das nicht alles nur einbildest. Ich will doch die Mädchen nur schützen. Die Mädchen nur schützen? Jetzt hör mir mal zu. Ich weiß ganz genau, dass du zurzeit ziemlich unter Strom stehst. Und ich weiß, wie schwer das ist, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Ich hab... Was ist denn, wenn er nicht kommt? Oh, Scheiße, was macht die denn hier? Schnell, komm, komm, komm. Also, ich bin inzwischen durchgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat es dann doch Klick gemacht. Euren Kunden habe ich weggeschickt. Der war nicht interessiert an Opas Boot. Also, wie viele? Wie viele Männer habt ihr hierher gelockt und sie dann mit eurem Alter erpresst? Wenn sie so etwas behaupten, müssen sie es auch beweisen können. Was? Dass Gajewski nur einer von vielen war? Herr Wolfgang, geliebt. Du schlafst ja wohl selbst nicht. Zieh dich mal an. Die Flusen deines Pullis beweisen, dass du hier warst. Sex hattest du mit Gajewski auf dem anderen Boot. Wann warst du also hier?
In der Tatnacht. Kajewski hat mich am Abend hierher bestellt. Er wollte zahlen, aber dann ist er auf einmal total ausgerastet. Rebecca hat mich gerettet. Ihr habt ihn umgebracht? Kajewski hat sich nur kurz gestoßen. Er war kurz K.O. Da konnten wir dann abhauen. Bisher habt ihr mich beide nach Strich und Faden angelogen. Und wozu das Ganze? Wegen Raffaela. Was heißt das wegen Raffaela? Die OP in der Privatklinik. Habt ihr irgendeine Ahnung, was auf euch zukommt? Protokolle, Vernehmungen, Untersuchungen. Das Ganze wird breit gemacht, öffentlich, Presse, Rundfunk, Fernsehen. Können Sie uns das nicht irgendwie ersparen? Warum sollte ich euch das denn ersparen? Ich könnte dafür sorgen, dass das Ganze nicht hochgekocht wird. Das könnte ich tun, aber nur unter einer Bedingung. Keinen einzigen Kunden mehr. Wir machen Schluss. Aber wir brauchen nur noch einen. Dann haben wir die 15.000. Echt? Nur noch einen? Wenn wir jetzt aufgeben, war alles umsonst. Wir haben es uns geschworen. Was ist denn mit Raffi? Aber wer macht's denn mit den Typen? Du wohl nicht, oder? Okay. Mach ich eben alleine weiter. Schaffst du das sowieso nicht. Leck mich! Ja, du mich auch! Für immer und ewig. Wollen wegziehen? Ich gehe mit meinen Kindern nach Hamburg. Meine Eltern wollen mir helfen. Dann kann ich wieder arbeiten. Logopädin. Sag mir hier Neuigkeiten. Ja, ich glaube schon. Kann ich kurz reinkommen? Wir haben den Computer Ihres Mannes geknackt. Ihr Mann hat sich häufig in Sexforen bewegt, auf der Suche nach Minderjährigen. Muss ich das alles wissen? Ja, das müssen Sie leider. Wussten Sie denn davon? Nein, ich wusste ja auch nicht, dass mein Mann eine minderjährige Geliebte hatte. Das war keine Geliebte, Frau Gajewski. Ihr Mann war notorisch aus auf junge Mädchen. Wie siehst du denn aus? Wisch das sofort ab! Vielleicht war ich naiv oder blind. Wie hätte ich sowas ahnen sollen? Wolfgang war ein liebevoller Vater, ein engagierter Lehrer. Frau Winter... Ich möchte um meinen Mann trauern, aber ich kann es nicht. Ich sehe immer diese ganzen Bilder, diesen ganzen Dreck. Er war doch mein Mann. Entschuldigung, ich muss mich um meine Tochter kümmern.
norwegische Küstenwache geht davon aus, dass die ganze Besatzung am Meeresgrund liegt. Volltreffer. Die KTU hat rausbekommen, von wem die Ghost Mail ist. Luca Hansen, der kleine Scheißer. Bin ich der Einzige, der sich darüber freut? Es waren Wrackteile des Helikopters gefunden. Und? Weder Tote noch Überlebende. Wir müssen es ihr sagen. Ah. Wir wissen jetzt, wer die Ghost Mail geschrieben hat. Luca Hansen. Ach. Das ist doch Luca. Ich war gerade bei Frau Gajewski. Was? Ja. Ich hab da gerade einen Anruf bekommen. Ja? Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Nico. Sie haben Teile des Wracks im Wasser gefunden. Aber sonst nichts. Nee, die Rettungsmannschaften gehen davon aus, dass niemand überlebt hat. Das muss aber nichts heißen, Jana. Es kann so genauso gut sein, dass vielleicht... Jana? Jana? Hey, dann ruf doch mal einen Arzt! Der Puls ist völlig stabil. Braucht sich keine Sorgen machen. Ich lasse ihn noch fliegen. Und? Alles gut. Ich habe mit der Küstenwache noch mal telefoniert. Solange Nico nicht gefunden wird, wird sie hoffen. Ohne Hoffnung stirbt der Mensch. Verdammt, das reicht! Ich kann dich auch mitnehmen. Dann bleibst du mal eine Nacht in der Gemeinschaftszelle. Kein Problem. Okay, ich hab ein bisschen rumgehackt. Das Video war in Gajewskis Mail. Gibt's einen Absender? So ein Fantasiename. Ich hab das Video nur kopiert und ins MyID gestellt. Scheiße. Ich hätte es nur an den Direktor schicken sollen. Aber ich dachte, Wallmann interessiert sich auch dafür, mit wem es seine Tochter treibt. Ich habe mir Wallmanns Computer ganz genau angeschaut. Da gibt's keinen Hinweis darauf, dass er sich das Video auf MyID angeschaut hat. Das hat er aber. Ich habe ihn doch gesehen an einem der Schulcomputer. Was sagst du mir jetzt erst? Das sind 3.000 Euro mehr. Gib mir dein Handy. Jetzt komm mit. Papa! Komm. Papa, was soll das? Komm mit. Papa, lass mich los! Komm. Papa. Papa, lass mich raus! Was willst du essen? Papa! Hol uns leckeres Hühnchen und Eis, ja? Roxy, wo bist du denn?
Roxy? Roxy? Rebecca? Hier, ich bin im Bad. Ich komme hier nicht raus. Schau mal, ob das Kellerfenster offen ist. Ja, ja klar, ich versuch's. Roxy? Roxy, bin hier im Bad. Ich hab schon gedacht, ich vergab mir hier noch. Mein Vater dreht total durch. Ich hab einen. Er ist schon unterwegs im Boot. Ich mach es ja, aber lass mich jetzt nicht im Stich. Wir machen es so wie immer. Jana, ich fahre dich jetzt nach Hause. Mhm. Willst du einen Tee mitnehmen? Weitermachen. Der Mann mal Bescheid weiß, ist der Mann der tickende Bombe. Fahren wir zum alten Hafen. Schon. Wir wollen nur mit Frau Winter sprechen. So, jetzt hören wir mal zu. Uns interessiert im Moment wirklich nicht, was ihr hier macht. Wir wollen einfach nur wissen, wo ist dein Vater? Geht das in deinen Kopf? Frau Winter kann jetzt nicht kommen. Sie hat versprochen, uns zu helfen. Nee. Hier, gib mich. Oh, fass mich nicht an! Ich ruf sie an. Er hat eine Abmachung. Gib mir dein Handy. Gut. Name und Nummer von eurem Kunden? Keine Ahnung.
Jetzt pass mal auf. Dein Vater hat wahrscheinlich Wolfgang Gajewski getötet. Willst du, dass er noch einen Menschen umbringt, ja? Willst du das? Arnett, bitte. Entschuldigung. Ego. Was? Ego. Sein Name steht unter E. Warum denn nicht gleich? Das verstehe ich nicht. Scheiße, vorübergehend nicht erreichbar. Ja, könnt ihr mal bitte folgende Nummer checken. 0171364694. Danke. Er arbeitet zu Hause. Fichtelweg 14. Kannst du hier bleiben, dich um Jana kümmern? Na klar. So, Fichtelweg 14, aber ganz schnell! Soll ich dich nach Hause fahren? Was machen wir mit dem Mädchen? Wo ist denn Roxane? Scheiße. Drehen Sie sich langsam um. Lassen Sie den Stein fallen. Fallen lassen! Beide auseinander. Auseinander. Ich hab's doch gar nicht geschafft. Dafür haben Sie den Lehrer geschafft. Ist doch auch was wert. Ja, Gajewski. Gajewski habe ich ja nicht mal gefunden. Und der da, der. Halten Sie den Mund, bevor Sie sich hier unnötig belasten. Ich an seiner Stelle jetzt ganz genauso gemacht. Matthias, und du hältst jetzt auch einfach mal deinen Mund! Abführen. Das war meine Idee. Wir wollten unser Taschengeld aufbessern. Am Anfang ging alles nur ums Küssen und Streicheln. Aber dann habe ich angefangen, mit dem Typen zu schlafen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und wir haben lose gezogen. Raffi. Aber wie der Typ dann kam, hat sie auf einmal total Panik bekommen und ist mit dem Fahrrad vors Auto gefahren. Wegen mir kann sie jetzt vielleicht nicht mehr laufen. Danke.
Dein Vater hat Gajewski nicht umgebracht. Er kommt gleich nach Hause. Gajewski war der Erste. Er wollte mich immer wieder treffen. Seine Frau hat uns im Amt gesehen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Winter. Und? Gibt's schon was Neues? Ja, ich wollte nicht was von Ihnen wissen. Aha. Frau Gajewski war doch vor 2 Tagen hier. Was wollte sie von Ihnen? Naja, die will ja jetzt das Boot verkaufen. Aha. Mhm. Ja, und da hat sie mich gebeten, ihr ein bisschen dabei zu helfen. Und wie sieht Ihre Hilfe aus? Ja, das Übliche halt. Ein paar Fender müssen ersetzt werden und die Kajüttür klemmt. Ansonsten ist das Boot in Ordnung. Ach so, ja, und das habe ich vergessen. Den Kompass, den muss ich auch noch einbauen. Der ist vermutlich geklaut worden. Ja, das passiert hier immer öfter. Guten Abend. Kann ich kurz reinkommen? Ja, bitte. Ich sehe alles ganz klar vor mir. Und ich verstehe auch, warum Sie nicht um Ihren Mann trauern können. Meine Eltern haben das Alibi bestätigt. Meine Mutter würde auch für mich lügen. Oder Ihre Eltern haben gar nicht gemerkt, dass Sie noch mal weggefahren sind. Die Strecke Hamburg-Schleswig konnten Sie in der Nacht locker 2-mal fahren. Manchmal war es mir direkt unheimlich, wie intensiv er sich mit unseren Töchtern beschäftigt hat. Trotzdem habe ich mir nichts dabei gedacht. Bis ich gemerkt habe, dass er in so einem beschissenen Internet-Chat. Zuerst habe ich ihm seine Ausreden geglaubt. Aber dann war das Video in seiner Mail. Sie kannten sein Passwort also doch? Ja. Als ob ich es gespürt hätte. Ich habe an dem Tag reingeguckt. Ich bin sofort los. Aber auf dem Boot. Hat alles abgestritten, mich angeschrien, ich sei hysterisch. Da habe ich die Mädchen noch wegfahren sehen. Ich habe den Kompass genommen und ihm den Schädel eingeschlagen. In 2 Jahren ist Maike genauso alt wie diese Mädchen. Ich muss sie jetzt verhaften. Ja. Sie tut dir leid. Ja. Dir nicht. Zu guter Letzt hat sie Mord begangen. Bessere Alternative. Du bist eben keine Frau. Tja, dafür sind die Frauen mir dankbar. Also ich kenne keine. 1-0 für dich. Wollen wir noch was trinken gehen? Ich möchte nach Hause. Ich fahr dich. Wenn du jemanden nach 22 Uhr brauchst, dann musst du Christoph anrufen. Du hoffst immer noch. Ja.
wenn du jetzt die Augen schließt und dich fragst, ob Nico wiederkommt. Er kommt nicht wieder. Ich weiß das. Ihr habt Leo. Ja. Gute Nacht. Nacht, Jana.